so wie es sein sollte. Und hier kommen die beiden Mannschaften für das Spiel um Platz 3. Bitte begrüßen Sie in Rot und Weiß Georgien und in Grün und Weiß Irland. Erster Versuch für Georgien durch die Nummer 1, Simon Maisorace. Der Erhöhungstritt nicht erfolgreich, deswegen bleibt es beim 5:0 für Georgien. Try, but I never show our nature. Please have
Versuch für Irland, erzielt vom Mann mit der Nummer 7, Sian Amern. Wird erfolgreich. Es steht 7-5 für Irland. Verwandelt, neuer Spielstand 12-7 für Georgien und kleine Korrekturversuch, nicht erzielt von der 9, sondern von der 8. Jaba Bregwarze. When I was young, it's not my problem, it's not my problem.
Versuch für Georgien, wieder war es der Mann mit der Nummer 8, Jaba Bregwaze. Erhöhung mit ein bisschen Glück verwandelt und die Georgier bauen ihre Führung aus. Jetzt steht es 19 zu 7. Und hier läuft die letzte Spielminute, präsentiert von Protec.
egal wie wir fahren. Ich bin noch nicht. Ich bin noch nicht. Versuch für Georgien in der Nachspielzeit, erzielt von der Nummer 1, Simon Maisoradze. Und wir haben einen Endstand. Georgien schlägt Irland deutlich mit 26-7. Und da drüben feiern unsere georgischen Freunde, die Fans von der Haupttribüne aus gesehen. Rechts ihre Mannschaft, die einen, ich denke, das kann man sagen, Marco, hervorragenden dritten Platz belegt hat. Ja, in dem Spiel konnte man sehen, dass die georgische Mannschaft hier wirklich fantastisch gekämpft hat, verteidigt hat, vor allem sich auch darauf eingestellt hat, dass die Mannschaft davon ausgehen musste, dass die Iren hier wesentlich mehr Druck machen. Am Anfang schön in der Breite auch gestanden haben in der Verteidigung. Dann die Iren aber so unter Druck gesetzt haben, dass sie selbst durch mehrere gute Möglichkeiten Punkte erzielen.